大家好 ，Ich bin Sui Qingbo, Gastprofessor und Dozent für traditionelle chinesische Medizin mit den Spezialgebieten Tui Na Anmo und Qigong. Heute stelle ich euch einige elementale Kenntnisse Tui Na Anmo vor.Tui Na Anmo ist ein zusammengefasster Name aus Tui Na und Anmo. Der eigentliche Ursprung aus den vier elementalen Handtechniken Tui schieben, Na knieten,An, drücken, mo, streichen, verfeinert wird. Spät vertritt Tui Na Anmo als ein Überbegriff einer traditionellen chinesischen Naturheilkunde.Inhaltlich ist Tui Na Anmo ein wichtiges Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. Bei Behandlungsprozess nutzen die Therapeuten ihre Hände, Unterarme, Ellenbogen, ganzen Arme, Körper, sogarKnie von unteren Extremitäten. Durch die Anwendung vielfältigen, geschickter Handtechnik werden bestimmte Körperabschnitte wie verletzend, verengend, verklebend, Blockadestellen oder degenerierte UmgebungsgewebeMeridian verlaufen und Punkt. Die inneren Organe und Sinnesorgane angepasst, stimuliert und reguliert. Nämlich nach der Identifikation der Symptom angepasst zur Behandlung. Bianzhen.论治。Dadurch wird die Heilungswirkungen wie Gesundheitsförderung und Gesamtwirkung zwischen Prävention, Behandlung und Rehabilitation geschafft werden. Jetzt stelle ich euch einige elementare Handtechniken vor.一指禅 mit der Daumenspitze oder andere Fingerspitze kreisend, schwingend, punktierend reiben. Dies eine spezielle Handtechnik für Stimulieren Meridianpunkt. Zum BeispielDickdarm 4, 合谷 steckt die Abwehrkraft. Unter dem Rippe die Mitte, Chengjiang, Rinsandgefäß 24.Oder mit beiden Fingerspitzen erzeugt Mundspeichel und reguliert die Flüssigkeit. Lunge 5, Chizhe,
klärt die Lunge und der Fett rindet die Hitze. Beispiel gegen Husten und Fieber. Andere Seite, Herz 3, Shaohai. Regulieren das Herz, beruhigen den Geist. Neben Nasenflügel, Yinxiang Dickdarm 20. Macht unter Flügel Nase durchgängig gegen Nasenverstopfung. Mitte der Schläfe, Taiyang, Achse Punkt 4. Gegen Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Herunterkiefer, unter dem Kiefer, Magen 7, Xiaguan. Gegen Zahnschmerzen, Trigeminus Neuralgie. Gaumuskel, Ecke vom Kiefer, Jiazhepunkt, Magen 6. Gegen Zahnschmerzen, psychische Verspannung. Zhoufa, flächige, kreisende, schwingende Reiben. Mit dem Finger, mit dem Daumenbell, mit Großhandball, mit kleinen Handball, Handwurzel, Handfläche, ganzen Hände. Zum Beispiel auf dem Brustbein von Jin Sondergefäß 22 Tientu aus mit drei Finger auf dem Brustbein herunter flächig kreisende schwingende Reiben oder mit der von Handfläche. Über 17, 15, dann schon 9 herunter. Diese Ausführung hilft bei Atembeschwerden, Asthma, Aufstoßen, Herzklopfe und unruhig. Drei Finger, vier Finger oder Handfläche. Auf den Stellen Lunge 1, 2. Kreisend nach außen, flächig, kreisend, schwingend reiben. Man kann beidseitig synchronisch reiben. Auf Seiten des Kopfes. Von Außenwinkel
der Augen in der Augenblauen. Dreifache Erwärme 23, Suzukung. Außenwinkel der Augen, Galeblasen 1, Tungzliao. Drei Finger ausstrahlende Schläge hinauf. Seiten des Kopf streichen in die drei Richtungen. Erste Überschläfe hinauf ins Halsansatz, Marken 8 Tuwe hinauf, kreisende, schwingend, reiben. Von außen Winkel der Augen, schwingende Kreisen reiben zu vor den Ohren. Drei Punkt. 21 dreifache Erwärme, Armen. 19 Dünndarm, Tingung. Galeblasen 2, Tinghui. Außenwinkel schlägt herunter über Wangen bis zu Gaumuskel, Kiefer, schwingende kreisende herunter, reiben hinauf, herunter. Guanfa, rollende Reiben. Mit der Handkante, Unterarme, schwingend kreisende Reiben. Tuifa, schiebende Handtechnik. Mit Finger, mit Daumen, mit großer Handbar, kleinen Handbar, Handwurzel, ganzen Hände. Zum Beispiel auf Seiten des Kopf, wie vorher, drei Richtungen, mit schiebender Handtechnik. Drei Finger schlägt hinauf, ausstrahlende Schläge hinauf, Towi, Magen 8, ins Halsansatz. Man kann längere Linie schieben, man kann auch kurzlinige schieben. Weiter nach hinten. Zu den drei Punkten vor den Augen, vor den Ohren. Außenwinkel herunterschieben, Gaumuskel, Kiefer hinauf, herunterschieben. Mofa, kreisende Streichen an Elemental. Handtechnik. Mit der Finger, mit der Handfläche, mit ganzen Händen. Kreisende Streichen. Zum Beispiel auf den Gleichstellen auf dem Brustband. Streichen wir mit der Finger, kreisende, mit der Handfläche, Tava, lineell streichen, Hände her. Mit der Finger, Großhandbar, Kleinhandbar, Handwurzel. Lineell Hände her streichen. Wie auf dem Brustband, längere Linie streichen oder Kurzlinie.
Mianfah, fingerdrehende Zwiebeln, mit den Finger, ja, die Finger von Patienten, drehende, schwingende Reiben. Zofa, mit beiden Händen, wie eine Nudelartikel, beide Seiten schwingende Reiben, insbesondere für mit den Armen und den Händen. Morfa, spezielle Handtechnik auf der Stirn, sanft auf die Stirn streichen. Sausanfa, auseinanderfegende Streichen. Schwingende Handtechnik, wie man fegen. Speziell auf die Stirn, Seiten des Kopfes, Schläfe um Ohren, Seiten des Kopfes herunter. Gegen Bluthochdruck, schwingend, Schlafenstörung und unruhig. Anfahr. Im Rhythmus der Atmung herunterdrücken. Zum Beispiel auf dem Bauchnabel, Rinnsandgefäß 8, Shenque, hinein drücken. Im Rhythmus sowohl vom Therapeut selbst als auch Interglied mit dem Patienten in Anklang sinnlich drücken. Auf den beiden Seiten, Lunge 1, 2, im Rhythmus der Atem breitend drücken. Nafa, knieten. Knieten von beiden Seiten, Gewebe der Extremitäten oder Körperabschnitt in die Mitte knieten. Jifa, gegenüber oder von mehreren Richtungen zur Mitte fest pressen. Zum Beispiel an beiden Seiten die Rippe zusammen in die Mitte pressen. Jifa. Dianfa, punktierende Handtechnik. Zum Beispiel mit der Finger bei Höhepunkt. Punktierende Dianfa hinein. Herzbeute 6, mit der Daumen punktierend, die einfach wirkt beruhigend des Geistes. Tambofa, mit dem Finger in Muskel, Faszien, Sinnenbinde, reizend stark. Zopfend oder hin und her rühren, speziell gegen Verengung, Verkrampfung, Verklebung von Sinnenbändern, Faszien im Muskel. Paifa, klatschend. Unter klopfende Handtechnik, halbe Fäuste oder Handkante auf dem bestimmten Körperteil klopfen.
noch einige elemental bewegende Handtechniken wie Yaofa, Beispiel Handgelenk, routinierende Bewegen, Beispiel Körperteile, ziehende, dehnende, Beispiel die Gelenke in die Länge, dehnende, ziehende Bewegen. Aufgrund der wesentlichen Vorteile wie leichter erlernbar, umfangreich praktizieren, angenehmer fühlen mit verbesserter Lebensqualität, effektive Heilungswirkungen, jedoch werden Neben- und Nachwirkungen noch einem Risiko, ist Tuina-Amor seit ein paar tausend Jahren in China ständig weiterentwickelt. Insbesondere seit der neuen Zeiten mit der Ergänzung der westlichen Medizin und der wissenschaftlichen Forschung wird der weltweite Glanz Tuina-Amor allmählich aufgezeigt und tiefgründig verfeinert. Tuina-Amor ist umfassend und geeignet in den verschiedenen therapeutischen Bereichen umfangreich anzuwenden. Im Vergleich mit den anderen manuellen Behandlungsmethoden bzw. Physiotherapie hat Tuina-Amor nicht nur eine glänzende therapeutische Historie, sondern auch einen besonderen Wert zu fördernder Lebenskraft, Energie und auch Verbesserung der Lebensqualität bzw. Entfaltung und Stärkung des inneren Regulierungssystems des eigenen Körpers. In der Gegenwart und Zukunft beinhaltet Tuina-Amor die sinnvolle Bedeutung zur Gesundheitsförderung und gesamte Wirkung zwischen Prävention, Behandlung und Rehabilitation bzw. Entfaltung und Stärkung des inneren regulierenden Systems des eigenen Körpers. Insbesondere bei den folgenden drei Aspekten. Für den persönlichen Gebrauch kann Tuina-Amor im Alltag vielfältig eingesetzt werden. Beispielsweise für Herzpflege, die nach der TCM zwei Aspekte umfasst. Zum einen unmittelbar fördern und pflegen um das Herzorgan und den ganzen Blutkreislauf. Dafür legen unsere Hand bzw. Handfläche, Mitte von Handfläche auf Jin 17 Dan Zhong, erwärmend streichen und reiben. Nehmen wir die Hände, Daumen liegen auf Lunge 1, 2, Handfläche über Brustkanten, Finger in Achse entlang des Herzmeridianverlaufes, insbesondere Innenseiten des Oberarmes, schwingen, reiben über Ellenbogen, Innenseiten des Unterarmes, sowohl reiben
auch schiebende herunter, klein handbar knieten, Fingerspitze. Dabei können die Zusammenhänge Punkt wie Herz 1, Ji Quan, Herz 3, Shao Hai, Herz 7, Shen Men, Herz 8, Shao Fu, intensiv kreisend, schwingend, punktiert oder drückt werden. Der zweite Aspekt ist das Beruhigen des Geistes, Fliegen des Gehirns. Auf dem Kopf, Gesicht und Nacken werden häufig einige entsprechende Handtechnik, insbesondere mit Daumen, Finger, aufgrund ihrer Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Sensibilität angepasst wie sanft, gleichmäßig, rhythmisch, durchgängig, mitschwungend ausgeführt, beziehungsweise mit den Fingerspitzen schwingende Kreise reiben, Fläche kreisende reiben, mit den Fingerbällen festknieten. Lineare Schieben, oder kämmende Schieben. Fläche drücken, punktierende drücken, flächigen klatschen, punktierend klopfen, sowie auseinandergehen, fegende streichen. Sie sind wirksam, nicht nur für den beruhigenden Prozess der großen Hirnrinde, sondern auch für die aktive Regulierung der gesamten geistigen Aktivität. Durch vielfältige und umfangreiche Anregung der Umgebungsgewebe wie Haut, Muskel der Mimik, Gefäße, Blutgefäße, Nerven, Lymph, Meridian verlaufen, sowie Meridianpunkt, Sinnesorgane, Kiefer, werden das Zentralnervensystem und vegetative Nervensystem innerlich ganzheitlich harmonisch beeinflussen. Dadurch werden die Durchblutung ins Gehirn, die Pflege der
Gehirnnerven und die harmonische Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus harmonisch günstige beeinflussen. Außerdem durch die durchgängige und weitergebende Stimulierung in die sogenannte sieben Öffnen, nämlich die Augen 2, Ohren 2, Nase 2, Mund. Und die mitschwingende Wirkung durch die Schädelknochen ins Gehirn wird die innere Umgebung des Schädels bzw. das Gehirn, der Gehirndruck und die Gehirnflüssigkeit innerlich intensiv, jedoch angenehm regulieren. Tuina-Einmo ist auch geeignet für die Selbstheilung im Alltag. Bei zahlreichen chronischen bzw. psychosomatischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Schlafstörung, Erkrankungen der Sinnesorgane wie Augen, Nase, Tinnitus, Störung des vegetativen Nervensystems, Verdauungsstörung, Diabetik, Beschwerden des Bewegungsapparates, Burnout sowie Frauenerkrankungen wie Menstruationsstörung. Die physiologischen Hauptfunktionen des Herzens nach der TCM umfasst zwei zusammenhängende Aspekte. Antrieb des Blutgefäßes, Blutkreislaufes und speichert den Geist, die sich inhaltlich auf zwei Fächer der westlichen Medizin, Kardiologie und Neurologie beziehen. Praktisch ist Tuina-Einmo für die Herzpflege eine integrierte Ausführung, sowohl für das Herzorgan, Blutgefäß, Blutkreislaufen, als auch für die Pflege des Geistes und des Gehirns. Die Erfahrung Tuina-Einmo dafür kann als eine harmonische Botschaft zum Austauschen zwischen traditioneller chinesischer Medizin und westlicher Medizin. Aufgrund der Besonderheit zur Gesundheitsförderung und Gesamtwirkung zwischen Prävention, Behandlung und Rehabilitation bzw. Entfaltung und Verstärkung des inneren Selbstregulierungssystems des eigenen Körpers sowie weder Neben- noch Nachwirkungen noch einem Risiko. Kann Tuina-Einmo als eine elementale Naturheilkunde im therapeutischen Bereich bzw. in Klinikumpraxis verbreiten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Thema. 谢谢.